Ich freue mich jetzt, Dorothea Viere bei mir zu haben. Das ist die Gesamt-Weltcup-Siegerin der vergangenen Saison aus Italien. Sie gehen heute an den Start mit einem fast schon großen Handicap, denn ihr Gepäck ist nicht angekommen. Will heißen, kein Gewehr, keine Schuhe. Was kommt da auf Sie jetzt zu? Ja, also es wird sicherlich sehr, sehr schwierig heute für mich. Ich hoffe, dass ich wenigstens ein paar Scheiben treffen werde. Meine Schuhe, ich habe sie zum Leihen bekommen. Also sind zwar zwei Nummern größer als meine, aber ich hoffe, dass ich nicht hinfallen werde. Also das ist mein größtes Ziel. Also ein bisschen etwas treffen und wenigstens nicht hinfallen. Ich habe den Eindruck, Sie nehmen das mit einem wunderbaren Humor. Hinter Ihnen liegt eine ganz tolle Saison, die erfolgreichste, die Sie je hatten. Wenn Sie jetzt vorausschauen, sind Sie schon wieder gut in Form? Läuft die Vorbereitung? Denn Wintersportler werden ja im Sommer schon mal gemacht. Ja, ganz genau. Wir haben ja schon wieder Anfang Mai angefangen zum Trainieren. Natürlich hatte ich sehr, sehr viele Termine wahrzunehmen. Also es war wirklich nicht einfach, alles zu organisieren und so weiter. Aber natürlich ein bisschen in Trainingsrückstand bin ich jetzt noch. Aber es sind ja noch ein paar Monate aufzuholen. Und natürlich gebe ich mein Bestes und dann schauen wir. Ja, Sie werden aber die Gejagte sein. Alle werden auf Sie schauen. Wie werden Sie damit umgehen, mit diesem Erwartungsdruck? Ah, ich glaube, ich habe ja schon seit mehreren Jahren immer so ein bisschen Erwartungsdruck. Also Biathlon in Italien ist ja brutal gewachsen in den letzten Jahren. Und einerseits ist das sehr gut. Also wir Athleten brauchen ja ein bisschen Druck. Und ich hoffe, dass ich mich wieder bestätigen kann unter den Besten. Also, aber da braucht es natürlich auch ein bisschen Glück. Schauen wir mal. Bis dahin ist ja noch Zeit. Ihnen viel Spaß, viel Erfolg nachher hier beim City Biathlon in Wiesbaden. Dankeschön, Dorothea Viere. Und wir wollen uns jetzt gemeinsam mit Sven Fischer mal anschauen, was denn auf die Athletinnen und Athleten zukommt hier rund um das wunderschöne Wiesbadener Kurhaus. Wir stehen am Schießstand und hier geht die Runde auch schon los. Wir sehen schon am Anfang sind ganz viele Platten. Und da müssen wir aufpassen, wenn die Übergänge sind, dass man mit diesen Platten vom Rollwiderstand auch klarkommt. Kleiner Absatz. Hier wird es schön gerade. Aber auch hier muss man schauen. Da gibt es diese weißen Linien. Da gibt es auch hier mal so Parterrekanten. Da muss man gucken, dass man da mit diesem Tempo auch bei diesen unterschiedlichen Belagswechsel klarkommt. So, jetzt hier hoch auf dieser Betonfläche. Da sind die Stöcke so ein bisschen glatt. Da ist die Beinarbeit mehr gefragt. Hier auf dem Teer kann man wieder drücken. Und jetzt hier die Abfahrt runter, da muss man schauen, dass man diesen Übergang von diesem Beton auf diesen Platten auch wieder ordentlich bekommt. Und schon geht's weiter. Man glaubt es kaum, auch einen leichten Anstieg gibt es hier hoch. Die Abfahrt ist kein Problem. Hier in dem Park hat man noch so ein bisschen Möglichkeit, sich auszuruhen. Kommt wieder ein bisschen runter. Aber Zeit für den schönen Blick hat man erstmal nicht. So, und jetzt kommen wir zu einer Passage. Da muss man ein bisschen aufpassen. Er geht scharf links rum. Das wird eine Herausforderung. Die Stelle, die muss man sich als Athlet genau angucken. Ja, die Runde ist schon eine Herausforderung von der Belastung und von den wechselnden Geschwindigkeiten. So, jetzt haben wir es gleich. Man sieht schon die Bauten vom Schießstand. Und hier kommt man nur zur Ruhe. Gleich jetzt zum Schließen. So, und jetzt haben wir eine kurze Rampe. Und schon sind wir wieder bei der Tribüne am Schießstand und nachher auch im Ziel. Jo, das war die kleine Runde. Ja, Respekt, Sven Fischer. Also nicht nur im Winter auf Skiern fit, sondern auch auf Skiurlern fit. Du hast einen in der Hand. Sag uns mal, was ist das Spezielle und was ist die Schwierigkeit, wenn man auf den Skirollern unterwegs ist? Also mit dem Skiroller kommt die Geschwindigkeit zum Ski sehr nahe, auch die Bewegung. Und wichtig ist, dass dieses Rad sich schön in beide Richtungen dreht, also ohne Sperre. Und dann ein Skatingroller und ist ja auch sehr schmal, wenn ich immer so in die Kamera halte. Und auf diesem Roller kann man ähnlich wie im Ski auch den Abdruck schulen und auch dieses Verhalten wie auf einem
Schnee auch haben. Genau, und eine Herausforderung wird natürlich der unterschiedliche Untergrund sein auf den Matten, auf dem Steinboden. Und hier schauen wir mal, es gibt eine Materialauslosung. Ja, also die Roller könnten ja unterschiedlich sein von der Herstellung bzw. von den Geschwindigkeiten. Und hier gibt es so einen kleinen Metallwürfel, wo ist eine Zahl drauf und jede Zahl hat einen Roller. Und die Roller werden somit ausgelost. Vorher wurden sie getestet, dass sie alle in einem Bereich sind. Ich glaube, unter 1% von den Geschwindigkeiten. Und da geht es sehr, sehr fair zu, dass man sagen kann, also wenn die Geschwindigkeiten unterschiedlich sind, am Roller lag es nicht. Ja, da sind wir mal gespannt, wie das Damenrennen jetzt vonstatten geht. Also City Biathlon, die Damen sind zunächst dran. Und wir wünschen Ihnen viel Spaß mit unserem bewährten Reporter-Duo Herbert Fritzenwenger und Christoph Hamm. Bitte. Ja, und da haben Sie ja schon einen netten Eindruck bekommen von der Kulisse hier, von der Stimmung mitten in Wiesbaden, rund um dieses prachtvolle Kurhaus. Und jetzt wollen wir uns mal diesem erlesenen Feld widmen. Nicht dabei die Vorjahressiegerin, um das vorwegzuschieben, Marte Olsby-Reuseland aus Norwegen. Da sehen wir sie gerade, lag noch vor wenigen Minuten mit Fieber im Bett, ist schnell herübergekommen, um die Fans zu begrüßen. Aber sie kann nicht mittun und dennoch sind hier insgesamt drei. Die ersten drei aus dem Weltcup-Winter des vergangenen Jahres am Start. Aber wir beginnen am Ende des Feldes mit Franziska Hildebrandt. Diese Startreihenfolge hat sich ergeben aus dem Qualifikationsrennen, das hier schon stattgefunden hat. Dann haben wir die Italienerin Lisa Vitozzi, die ja im abgelaufenen Winter ihre beste Saison geliefert hat. Zweite im Gesamtweltcup, ein hartes Duell. Da haben wir sie mit der Startnummer 2, mit Dorothea Viera, ihrer Landsfrau. Dahinter dann mit der 3 Anastasia Kusmina. Sie werden sich fragen, die hat doch aufgehört, Karriereende. Nein, ein kleiner Bonus für sie, hier noch mittun zu können. Sie hat mir erzählt vorhin, nach 20 Jahren Biathlon ist es gar nicht so einfach aufzuhören. Und deshalb findet sie es richtig gut, sich noch mal präsentieren zu können. Zu hautnah bei den Fans. Ist auch, wie die Italienerinnen im Übrigen, in Norwegen gewesen, im Sandnes dort das Blinkfestival mitgemacht. Also eine kleine Abschiedstour für die Olympiasiegerin, die einzige hier in diesem Feld. Dann aus deutscher Sicht Franziska Preuß, die hier geführt hat im Qualifikationsrennen, dann mit leichten Problemen im stehenden Anschlag am Ende Dritte wurde. Und diese Position jetzt in dieser quasi Formel-1-Aufstellung nimmt sie ein. Ganz vorne, ein wenig überraschend, Monika Heunisch aus Polen, die 27-Jährige, der seit dieser Saison trainiert von Michael Greis, der die Polinnen übernommen hat, gewechselt von den Männern der USA, also nach Polen. 27 Jahre ist sie alt, zuletzt in Oberhof trainiert, in Italien in Livorno, also das Starterfeld. Monika Heunisch, Dorothea Viera, Franziska Preuß, Jekaterina Julova-Persch, die Russin, Anastasia Kusmina, Franziska Hildebrandt und Lisa Vitozzi. Und die gehen jetzt runter von dieser Rampe, von diesem Schießstand in die erste Runde. Sechsmal zu laufen, 1,8 Kilometer insgesamt, 10,8 Kilometer, ein wenig verändert im Vergleich zum Vorjahr. Die Strecke durchaus technisch anspruchsvoller, auch wie Sven Fischer es schon erklärt hat, durch die unterschiedlichen Belege, die man vorfindet, Teer, Beton und eben noch ein größerer Anteil dieser Matten, die wir jetzt auch sehr schön sehen. Das ist etwas wie ein stumpfer Schnee, nicht ganz so schnell wie der Teer, aber ganz gut zu laufen und die Athletinnen und Athleten haben es im Qualifikationsrennen ganz gut hinbekommen. Jetzt geht es diese Rampe hoch. An der Südseite des barocken Hessischen Staatstheaters, weiterer Prunkbau. Hier haben wir in Gänze im Blick, direkt neben dem Kurhaus. Und unten sehen Sie diese Rampe, wo normalerweise ein Tor den Weg versperrt. Da gibt es so zwei kleine Einhänger für dieses Tor. Auch das so eine kleine Schwierigkeit, eine kleine Klippe auf diesem relativ engen Kurs. Überholmöglichkeiten sind hier fast keine gegeben. Am Schießstand wird sich sehr viel entscheiden. Und wir sehen auch so gelbe Markierungen. Das sind immer Gefahrenstellen, die gekennzeichnet wurden vom Veranstalter. Gelb bedeutet mehr so, ja, ein Loch im Teer und die roten Kanaldeckel. Da muss man aufpassen, dass man nicht mit den Stöcken einhakt, denn die Stöcke brechen natürlich sehr leicht. Dorothea Viera an Position 2 hat von einem schwarzen Tag gestern gesprochen.
Die Anreise sehr beschwerlich, verspäteter Flug, Anschluss verpasst, 6 Stunden in Amsterdam gehangen, dann irgendwann gelandet, nicht rechtzeitig zur Präsentation gestern Abend, auch sehr stimmungsvoll vor dem Rathaus hier im Rahmen des Weinfestes, das derzeit in Wiesbaden, der hessischen Hauptstadt, stattfindet. Und so ist sie heute, wie Sie gehört haben im Interview zuvor, mit fremdem Material, Gewehr, zu große Schuhe unterwegs. Nach dem Qualifikationsrennen hat sie ein bisschen geklagt. Ich habe mir die so fest zugehauen, dass mir die Füße wehtun. Und auch am Gewehr wurde natürlich vorher rumgeschraubt, justiert. Lukas Hofer, den wir später sehen werden, hat ihr dabei geholfen. Sicher schwierig. Wenn das Gewehr nicht optimal angepasst ist an die jeweilige Körpergröße, Körperform, Gesichtsform auch, also die Backe, die an dem Gewehrschaft sich orientiert, dann ist das schwierig. Die Athletinnen sind so feinfühlig, dass sie eben wirklich diesen Maßanzug-Gewehr sozusagen gewöhnt sind. Und wenn da kleinste Veränderungen sind, dann ist es schon schwierig zu schießen, wenngleich es natürlich schon geht. Sie wird schon ordentlich schießen. Der ein oder andere Fehler könnte natürlich passieren dadurch. Aber wir haben es ja gesehen im Qualifikationsrennen, Rang 2 für die Dame aus Südtirol. Jetzt hier durch den Kurpark. Richtig schöne Strecke. Und jetzt kommt eine der Klippen dieser Strecke. Ja, man kommt mit hoher Geschwindigkeit rangefahren, muss vorher abbremsen. Man kann ja nicht mit einer mechanischen Bremse hier arbeiten, sondern man muss ähnlich wie einen Schneepflug treten, von links nach rechts und den Skiroller anstellen, um dann die Kurve zu nehmen. Interessante Aufgabe für die Athletinnen, kein Problem. Sie laufen tausende von Kilometern mit diesen Skirollern. In der Vorbereitung im Sommer der Blick über den kleinen See im Kurpark rüber zum Prachtbau. Einer der prächtigsten Festsäle, Festbauten Deutschlands, dieses Kurhaus mitten in Wiesbaden. Monika Heunisch hält sich da an der Spitze, dahinter weiterhin Dorothea Wierer und dann schon Lisa Vitozzi, die auf einem guten Level angereist ist, wie sie gesagt hat. Lisa Vitozzi, die 24-Jährige, alles wieder so gemacht hat wie vor der letzten Saison. Rang 2 im Gesamtweltcup, ich habe es gesagt. Sie will es einfach nur perfektionieren, wieder auf diesem Level angreifen und möglichst das gelbe Trikot gewinnen. Das ist so das Hauptziel für das kommende Winterjahr. Erste Runde, ganz klar. Setzt sich niemand ab, kann sich niemand absetzen. Das wird dann gleich beim ersten Schießen eventuell anders aussehen. Die Athletinnen haben dann 8 Schuss zur Verfügung, um 5 Ziele zu treffen. 5 aus dem Magazin und 3 können sie einzeln nachladen. Wenn sie dann noch nicht getroffen haben, gibt es keine Strafrunde, sondern die sogenannte Penaltybox. Dort dürfen, müssen, können sie dann 10 Sekunden warten pro Fehler. Und dann geht es wieder auf die Strecke. Ja, da bin ich mir ganz sicher, das werden wir im Verlauf des Rennens noch sehen. Also wie sie am Start standen, jetzt auf den Matten, Heunisch vorne, dann Wierer, dahinter dann aber Vitozzi. Die beginnt mit einem Fehler auf Franziska Preuß. Franziska Hildebrand, 2. Treffer. Julova Perch, die Russin ist durch, alles getroffen. Steht als Erster auf. Und jetzt auch Franziska Hildebrand, die sie ein bisschen Pech hatte in der Qualifikation. Da waren ihre Scheiben abgeräumt von der Nachbarin, von Lisa Vitozzi. Und da hat sie viel Zeit verloren. Deshalb musste sie von weiter hinten starten. Aber jetzt mit einem guten Start, mit einem guten Schießen auf Rang 2. Niemand muss in die Penaltybox. Alle konnten sie mit spätestens 7 Schüssen alle 5 Ziele treffen. Dorothea Wierer sehen wir hier. Doro, etwas Pech, etwas Rechtstendenz hier mit ihrem Trefferbild, wobei dieser Fehler natürlich weit links war, aber auch der letzte wieder rechts. Hier sieht man sehr schön den Randfehler rechts. Und wie sie nachlädt, die Waffe von einer Nachwuchsathletin. Lukas Hofer sagte vorhin nochmal, ist ein bisschen kurz, aber wird schon gehen. Die schießt mit allem, was sie in die Finger bekommt. Und es hat ja insgesamt ganz ordentlich funktioniert, dass also die neue Reihenfolge da noch 5 Runden zu laufen sind. Jekaterina Julova-Percht, da haben wir sie groß im Bild.
vorneweg die Einzelweltmeisterin von 2015. Monika Heunig zurückgefallen, Vira Vitozzi, das italienische Duo. Ja, und haben ganz unterschiedlich entspannt nach der Saison. Julova Percht hat einen Halbmarathon Zauchensee in Angriff genommen. Ist ja mit einem Österreicher verheiratet, auch Motocross gefahren. Dorothea Vira, Lisa Vitozzi, mittlerweile ja in einer Art Elite-Gruppe mit den Männern Dominik Windisch, Lukas Hofer. Das ist so die Spitzengruppe im italienischen Biathlon. Und das bringt gerade den Damen richtig viel, mit den Männern zu trainieren. Vier aktive, drei Trainer, das muss man sich vorstellen. In Deutschland haben wir ein Verhältnis von 9:2. Also neun Athleten. Neun Athleten, zwei Trainer. Ja, also da wird sehr konzentriert natürlich auch auf den Höhepunkt Weltmeisterschaft Antolz im kommenden Winter hingearbeitet. Aber wir sind da schon aufgefordert, was zu unternehmen. Bernd Eisenbichler, der neue Leiter im Deutschen Skiverband, wird das tun. Andere Nationen haben uns nicht nur aufgeholt, sondern zum Teil auch schon überholt in der Herangehensweise. Auch Rico Groß hat mir erzählt, in Österreich hat zwei Damen zu den Männern dazugenommen. Lisa Theresa Hauser und Julia Schweiger, die da mittrainieren. Also ähnliches Konzept. Macht sich bezahlt, wie man am Beispiel Italien sieht. Gerade Lisa Vitozzi mit einem unglaublichen Leistungssprung in den letzten zwei, drei Jahren. Da haben wir Rico Groß. Sehr zufrieden mit der Vorbereitung, sagt Simon Eder, werden wir später noch sehen. Richtig stabil unterwegs. Der dann im Herrenrennen mit dabei. So, jetzt kommt wieder diese Haarnadelkurve. Sehr schön sieht man, wie die Damen anstemmen, versuchen eine Art Schneepflug zu fahren, um ja kein Risiko einzugehen. Es wäre es natürlich nicht wert, sich hier zu verletzen oder das Gewehr sich zu zerbrechen. Das wäre natürlich fatal. Also ist hier die Vorsicht natürlich das Gebot der Minute. Genauso hat es Anastasia Kusmina gesagt im Vorfeld. Heute geht es nicht zwingend darum, wer die Schnellste ist, sondern gesund zu bleiben, auf Sicherheit ein wenig zu laufen. Julova Percht, die sich da vorne hält, Franziska Hildebrand. Und dahinter kommt Anastasia Kusmina, hält sich auch fit für eventuelle Staffeleinsätze. Die slowakische Damenmannschaft nicht mit so vielen Athletinnen bestückt, dass sie das konsequent im Winter immer besetzen können. Also kann es durchaus sein, dass wir sie da an dem einen oder anderen Ort im Winter noch mal erleben werden. Dann jeweils in der Staffel für die Slowakei. Und gut gesäumt die Strecke. Doch einige Zuschauer, die bei wirklich tollen Temperaturen, guten äußeren Bedingungen den Weg heute hier noch hergefunden haben. Die Rampe übers Kurhaus, hier sehen wir es mal in Gänze, vorne der Schießstand. Natürlich verblendet aus Sicherheitsgründen das große Kurhaus. Denn hier wird ja geschossen wie im Winter. Scharfe Munition auf 50 Meter, die Scheiben genauso groß wie im Winter. Und eine Athletin fehlt mir hier, Franziska Preuß geht ab. Die war zwar, ja gut, die war 10 Sekunden hinter der vorletzten. Wird hoffentlich gleich ums Eck kommen. Ja, da ist sie, Gott sei Dank. Ja, man hat natürlich Bedenken, dass irgendwo ein Sturz ist, aber das ist der Abstand, der ungefähr vorher auch vorhanden war nach dem Schießen. Kann sich hier ein wenig pushen lassen von den Zuschauern entlang der Strecke. Und dann laufen sie ein ins Bowling Green. Mit diesem imposanten Brunnen, wo sie rechts und links vorbeischießen. Rechts vier Bahnen, links vier Bahnen. Ganz vorne Julova Percht, die 34-Jährige aus St. Petersburg. Lisa Vitozzi schießt schnell und sicher. Alle fünf Scheiben weg. Ganz hinten steht sie als Erste auf. Läuft am Feld vorbei, geht in Führung. Probleme bei Kusmina. Franziska Hildebrand muss nachladen. Julova Percht kommt mit einer Zusatzpatrone aus. Viele, viele gelbe Punkte. Auch zu trinken wird es hier gereicht. Doch recht trocken, recht warm.
Da haben wir Franziska Hildebrand groß im Bild. Anastasia Kuzmina muss jetzt 20 Sekunden in die Box, in die Penalty-Box. Franziska Hildebrand hat es noch richten können. Franziska Beuys läuft raus und da sehen wir es mal. Anastasia Kuzmina mit viel Mühe hält sie da an, gleich den Schluck genommen. Die Zeit wird gestoppt, auch Dorothea Wierer muss anhalten. 20 Sekunden muss Kuzmina da verharren. Und dann dürfen sie dem Feld folgen. In der Studie hier Jekaterina Julova-Percht. Olympische Spiele hat sie noch nicht miterlebt, aber ganz erfolgreich bei Weltmeisterschaften. Sehr gute Schützin. Zwei Weltcupsiege auf dem Konto. Und macht hier einen ganz stabilen Eindruck in dieser ersten Phase des Rennens, da noch vier Runden zu laufen sind. Ja, und jetzt schießen die Damen dann dreimal stehend hintereinander, bevor es dann auf die letzte Runde geht. Das ist dann schon noch mal eine Prüfung, denn mit zunehmender Dauer des Rennens werden die Damen natürlich auch müder, etwas erschöpfter, unkonzentrierter. Und dann wird es schon schwierig, hier dreimal noch sauber stehend zu schießen. Monika Heunisch in dritter Position rausgegangen, hinter Vitozzi und hinter Julova-Percht. Da haben wir Lisa Vitozzi noch mal groß im Bild. Silbermedaille im Einzel bei der WM in Östersund zu Beginn des Jahres. Dritte in der Mixed und in der Staffel, also mit drei Medaillen heimgekehrt. Und dann eben dieser Kampf im Gesamtweltcup mit Dorothea Wierer bis zum Ende hin in Form geblieben. 14 Mal unter den Top 8 war Wierer, 15 Mal gar Lisa Vitozzi. Das sind schon absolute Spitzenergebnisse. Und für sie sicher ein Fernziel, das Nahziel, die WM in Antholz, aber dann das Fernziel, die Olympischen Spiele 26 in Mailand und Cortina d'Ampezzo, wo Antholz dann Austragungsstadt sein wird für die Biathlon-Wettbewerbe. Hier sehen wir noch mal sehr schön, wie sie da deutlich abbremst. Man kann sich vorstellen, wie schmerzhaft so ein Sturz sein würde. Es ist ja kein Schutz da, wenn man also auf die Oberschenkel oder das Hinterteil vielleicht fällt. Hat man Abschürfungen, die durchaus sehr lange schmerzhaft sind. Und das wünscht man sich natürlich nicht. Ja, und schon gar nicht in der Vorbereitungsphase, wo doch viele Einheiten anstehen, wie man so schön sagt. Der Wintersportler wird im Sommer gemacht. Kommen auch alle aus dem Training, ist so ein wenig eine Standortbestimmung. Haben alle Athleten gleichermaßen bestätigt. Auch die deutschen Athleten eingeflogen aus Antholz, aus dem Training heraus. Aber es ist dann doch mal eine Formüberprüfung, ein wenig Wettkampfschnuppern. So dieses vor allen Dingen auch Schießen nebeneinander mit der Weltelite. Und es ist gerade dieses Rennen, wie auch das andere, wo Johannes Tindesbö dabei sein wird, richtig gut besetzt. Die Top-Athletin. Das Feld ist aller Ehren wert. Das, besser geht es fast nicht, wenn man sich das wünschen könnte. Es sind ja nur sieben Athletinnen jetzt, da Mathe Olsbüreusland nicht starten kann, oder dann acht bei den Herren, also schon eine Elite. Da gäbe es noch sehr viele, die da mitmischen könnten, aber es haben eben nur acht pro Schießstand, pro Rennen auch Platz hier. Alles etwas enger, kompakter, improvisierter auch, aber nichtsdestotrotz ein absolutes Weltklassefeld. Ja, Johannes Tindesbø hat auch gesagt, es gibt eben nicht so viele Möglichkeiten im Sommer, deshalb macht man das schon ganz gerne mit all den Schwierigkeiten, wie du es angesprochen hast. Das ist technisch schon sehr anspruchsvoll. Man muss völlig aufpassen, darf nicht überziehen, nicht zu schnell. Da kommt dann ganz schnell so eine Klippe, wo es dann mal schief gehen kann. Die Athleten mit all ihrer Erfahrung schauen sich diese Strecke sehr, sehr genau vorher an. Und diese 1,8 Kilometer sind ja kürzer als jede Strecke im Biathlon-Weltcup. Insofern haben sie das dann schon auch im Blick, wo diese ganz schwierigen Stellen zu finden sind. Hat schon ein hohes, selbstbewusstes Schießtempo, diese Lisa Vitozzi. Tut sich ein bisschen schwer mit dem Nachlader jetzt.
zweimal verloren, die Patrone verloren, hat sie Glück gehabt, ja, dass sie den getroffen hat. Bleibt in Führung. Hornisch braucht alle Nachlader. Julova Percht ist da. Ganz anderes Bild jetzt, weit auseinandergezogen. Franziska Hildebrand läuft ein, dahinter Franziska Preuß. So, Monika Hornisch nutzt ihre drei Nachladepatronen, trifft alle Ziele. Kann vorbeilaufen an dieser Penaltybox. Weiter auf Rang 2, aber schon eine gute halbe Minute hinter der souverän führenden Lisa Witozzi. Franziska Preuß, zwei Fehler. Vorhin im Qualifikationsrennen ein wenig zu viel gewollt im stehenden Anschlag. Gerald Hönig, der hier ist, der die beiden deutschen Athletinnen betreut. Franziska Hildebrand jetzt wieder unterwegs. Gesagt, sie soll stabiler in den Anschlag gehen und zielsicher agieren. So, Franziska Preuß, alle Scheiben getroffen am Ende. Das zählt. Hildebrand auf 4, dann Viera, dann Preuß. Schon gehörige Abstände, mehr als eine Minute. Und Anastasia Kusmina, auch sie wieder mit drei Nachladern, aber diesmal eben ohne anhalten zu müssen in der Penaltybox. Monika Hornisch sehen wir hier, die Polin über die Schulter hinweg auf der Schießbahn 2. Muss immer da raus aus dem Anschlag, dann wieder rein in die Sichtblende. Und dann aber das Ziel getroffen. Keine Altersbeschränkung bei den Zuschauern bei diesem stimmungsvollen zweiten Ereignis in Wiesbaden in dieser Form im City Biathlon. Und das drei Runden noch zu laufen. Die Reihenfolge: Witozzi vor Hornisch, Julova Percht, Hildebrand auf Position 4. Dann Viera, Franziska Preuß auf 6. Anastasia Kusmina auf 7. Und wir sind wieder vorne an der Spitze des Feldes bei Lisa Witozzi. Sie war noch mal nach Hause geflogen aus Norwegen, wie ja auch Lukas Hofer, sind dann extra wieder angereist. Eben anders als Dorothea Viera, die dann das Pech hatte und hängen blieb und ihr ganzes Gepäck verschwunden ist. Das Gepäck, das ist die eine Sache, aber wenn das Gewehr, das persönliche Gewehr dann verloren geht, das ist natürlich schon fast dramatisch für so eine Athletin. Und immer mehr Schwierigkeiten kommen da in den letzten Jahren auf durch die, ja, vielleicht auch das erhöhte Flugaufkommen, ich weiß es nicht, aber wenn die Gewehre abgehen, dann ist das immer sehr ärgerlich für die Athletinnen und Athleten. Ja, die Roller, Sie haben das in unserem Vorlauf gesehen, hochtechnisiert, da passiert schon im Vorfeld unglaublich viel. Neueste Materialien aus dem Flugzeugbau sind da verbaut, leicht wie Aluminium, aber fest wie Stahl und dennoch so flexibel wie ein Ski. Auch im Tempo ähnlich, die Entwicklung nach Vorgaben auch von Trainern, also skiähnlich, 7 Meter pro Sekunde etwa das Tempo möglich. Spezielle Gummimischung auf den Rädern, Präzisions aus dem Maschinenbau, Kugellager. Und sie werden vorher getestet, dass sie alle in etwa gleich schnell sind, oder die werden rausgesucht, die in etwa gleich schnell sind. Und dann, Sie haben das gesehen vielleicht im Vorlauf, im Losverfahren den Athletinnen zugeordnet. Das ist der wesentliche Unterschied zum Winter. Im Winter gibt es keine technischen Geschwindigkeitsbegrenzungen sozusagen für die Ski. Jede Nation schaut, dass sie so schnelle Ski wie möglich auf die Ski kriegt. Da gibt es nur auf den Schnee bekommt. Das gibt es nur in Länge und Breite eine Limitierung, aber nicht eben in der Geschwindigkeit. Daher haben wir im Winter 5, 6, 7 Techniker pro Nation, die von morgens bis abends machen, nichts anderes machen als Ski präparieren. Das fällt hier komplett weg. Hier wird wirklich nur die reine Leistungsfähigkeit der Athletin gefordert, denn das Material ist, sogleich es irgendwie geht. Und
Sie hören das über die Außenmikrofone. Wir werden hier ordentlich gefeiert, die Athletinnen. Dieses nah dran sein, sich den Fans einmal so zu nähern. Nicht, dass die Fans zu ihnen in die Stadien kommen, sondern dass die Athleten einfach in die Städte gehen und dort ihre Wettkämpfe oder solche Wettkämpfe abzuhalten. Das ist eindrucksvoll, was Lisa Vitozzi hier am Schießstand zeigt. Mein lieber Mann. Aus dem Training heraus wirklich sehr, sehr sicher und präzise. Deutliche Führung für sie weiterhin. Zwei Runden sind noch zu laufen. Und der Abstand zu ihr hier wird noch größer. Da Monika Heunisch jetzt schon zwei Fehler hat. Das Tempo nicht ganz so hoch wie bei Lisa Vitozzi. Aber auch sie recht zügig. Dorothea Wierer kommt. Ekaterina Julova-Percht. Franziska Brillebrand auf Bahn 4. Wierer von 5 auf 3 vorgelaufen. Nach dem letzten Schießen 5. gewesen. Jetzt 3. Sind nur ein paar Sekunden, aber es ist ein psychologischer Vorteil jetzt hier im direkten Kampf Frau gegen Frau. Ja, Franziska Hildebrand im Hintergrund zu sehen. Und geht doch gut, auch mit diesem Gewehr. Er behält Lukas Hofer in seiner Prognose doch recht. Die schießt mit allem, was sie in die Finger bekommt. Steigert sich in diesem Rennen Dorothea Wierer jetzt auf Rang 3. Und Franziska Hildebrand muss in die Penaltybox. Leichte Verzögerin Franziska Breuß, viel effektiver, zielsicherer, geht vorbei an ihrer Mannschaftskollegin mit 5 Treffern. Und Franziska Hildebrand muss noch in dieser Penaltybox verharren. Hält er jetzt an für 10 Sekunden. Und Anastasia Kusmina, die kommt mal durch hier, oder? Ja, zum ersten Mal alles abgeräumt. Anastasia Kusmina, die Olympiasiegerin von Pyeongchang, Massenstart gewonnen. Auch im vergangenen Jahr beim Weltcupfinale noch 2 Siege. Das war ein Ausstand für Anastasia Kusmina nach 20 Jahren Biathlon. Und diese überragende Schießeinlage von Lisa Vitozzi, wie sie es im Winter ja auch schon gezeigt hat, das kann sie, da brilliert sie ebenso natürlich wie Dorothea Wierer es kann. Aber das war schon ausgezeichnet. Erster Stand, also 2 Runden noch. Einmal noch wettgeschossen im stehenden Anschlag. 48,5 Sekunden jetzt. Der Vorsprung von Lisa Vitozzi vor Monika Heunisch, dann Wierer 1,12 schon zurück. Dann Julova Percht, Franziska Breuß auf 5, Hildebrand auf 6, Kusmina auf der letzten Position auf Rang 7. Und sie schon wieder im Kurpark, also die einzige Steigung kurz nach dem Staatstheater überwunden. Rein in diese Abfahrt. Jetzt sieht das schon etwas flüssiger aus als noch am Anfang. Wenn man hier schon ein paar Mal rum ist, dann weiß man es auch zu dosieren. Und genau eben diese Balance zu finden, wie schnell gehe ich es an, wie wichtig ist mir die Sicherheit. Und davon können wir ausgehen, dass sie hier alle heil rauskommen wollen. Aber ein Blick auf diese Präzisionsroller. Sehr kurz, also ganz anders als die Skier im Winter, aber für viele tausend Kilometer im Sommer unter den Füßen. Und trotzdem gibt es Athletinnen, die zum Beispiel im Sommer auf dem Skiroller besser zurechtkommen als im Winter auf den Skiern. Das gibt es immer wieder mal. Es ist nicht immer automatisch, dass die Besten im Winter auch die Besten auf dem Skiroller sind. Hier ist das jetzt nicht zu erkennen. Vitozzi ist im Winter vorne und jetzt auch, ja. Aber es ist tatsächlich so, dass es so Vorlieben gibt. Und hier treten sie nicht zutage. Kusmina, könnte ich mir vorstellen, kommt besser auf dem Ski zurecht als auf dem Skiroller. Das hat man auch letzte Woche in Sandnes schon gesehen. Da hat sie auch mitgemacht.
das war auch nicht so die Kusmina, die wir aus dem Winter kennen. Absolut, wo sie hoch dekoriert ist, Anastasia Kusmina, zuletzt ja noch in Östersund. Gold im Sprint bei der WM, bei ihrer sechsten WM insgesamt. Anastasia Kusmina zum ersten Mal Weltmeisterin. Auch das passiert, kurzer Hänger mit dem Stock, du hast es angesprochen, manchmal, das gab es bei der Auflage zuvor in Püttlingen oft auf Pflaster, dass die Spitzen abbrechen, auch hier jetzt mittlerweile Beton unterwegs, auch da kann das passieren. Und wieder steht sie ganz vorne und jetzt zunächst mal ganz einsam Lisa Witozek, wieder volles Risiko. So eine schnelle Einlage, sieht fast so aus, als hätte sie noch ein wenig dran gearbeitet und trainiert, noch schneller zu werden am Schießstand. Und das eine oder andere Rennen, wie wir erleben in den letzten ein, zwei Jahren, entscheidet sich sogar über diese Zeit. So eng sind diese Rennen geworden. Über diese schnellen Schießzeiten ist schon was zu machen. Ähnliches Bild, vier Treffer, dann der Fehler. Läuft insgesamt aber ein sehr stabiles Rennen, ich finde, Monika Heunisch. Und dann Dorothea Wierer nebendran. Auch Dorothea Wierer ist ja so eine Schnellschützin. Und da gelingt es ihr sogar, nicht nur schnell zu schießen, sondern wirklich auch alle fünf Ziele. Da gibt es jetzt keine Ausreden mehr, von wegen Ersatzgewehr. Klasse Schießeinlage, stabilisiert, hält ihren dritten Platz Dorothea Wierer. Jetzt sind 9 Sekunden Rückstand auf Heunisch. Vielleicht versucht sie was und will den zweiten Platz absichern bzw. erreichen. Doppelsieg für Italien, das war das gewohnte Bild aus dem Winter. Ja, ganz genau. Und im Hintergrund, da sehen wir Franziska Preuß, auch dahinter verdeckt Franziska Hildebrand. Und Anastasia Kusmina am Ende auf Bahn 7. Und Franziska Preuß, kann sie da folgen, möglichst schnell. Franziska Hildebrand, sehr gut. Sehr gute Einlage, auch Kusmina jetzt bei den letzten beiden Schießen wesentlich verbessert, musste sich hier reinfinden in diesen Wettkampf, ins Schießen, an den Schießstand gewöhnen. Und da haben wir die Führende, die jetzt das hier auf diesen 1,8 Kilometern ganz sicher, ganz ruhig und gelassen angehen kann. Und Monika Heunisch. Muss die sich vielleicht noch Dorothea Wierer erwehren, hier im Anstieg auf der Parkstraße, im einzigen längeren Stück. Aber wir haben Dorothea Wierer da hinten noch nicht gesehen. Sieht nicht so aus, als könnte Wierer da noch mal angreifen. Es scheint so, als wären die ersten drei Positionen vergeben, wenn nichts mehr passiert, was wir nicht hoffen wollen. Aber das ist insgesamt schon wirklich ein Top-Niveau, was die Damen hier bieten. Allen voran Lisa Witozzi, Dorothea Wierer mit all diesen Unpässlichkeiten, die wir erzählt haben. Monika Heunisch, der wird sich Michael Greis, der wird das Ganze hier beobachten. Da wird er sich freuen, dass seine Athletin hier so stabil durchläuft und schießt gegen diese starke internationale Konkurrenz. Und die beiden deutschen Damen, Franziska Preuß, insgesamt 6 Fehler, Franziska Hildebrand mit 7. Nicht ganz auf dem Niveau von ihr hier und auch nicht von Dorothea Wierer und Monika Heunisch, die wir hier überhaupt nichts mehr anbrennen lassen. Die gibt nochmal richtig schön Gas auf dieser letzten Runde.
ein letztes Mal durch den Kurpark. Noch einmal gesund und diese Spitzkehre rundkommen. Und sie hier ist schon wieder vor dem Kurhaus, die Rampe hoch. Hier stehen sie dicht gedrängt. Da kommt sie hoch und dann ist sie schon eben vor diesem Kurhaus. Da geht es dann noch gleich auf der linken Seite entlang des Schießstandes hin zur Zielgerade in dem Falle, der genau vor den Schießständen stattfinden wird, beziehungsweise markiert ist. Also, Gratulation schon jetzt an die 24-jährige Lisa Vitozzi aus Italien. Knüpft bei ihrem ersten Auftritt an die letzte Saison an. Und da wirken die Gesichtszüge schon ganz entspannt. Sicherer Sieg in der Qualifikation, hat sie noch auf die falschen Scheiben geschossen, musste deshalb von der Position 7 aus starten. Was bei 7 Starterinnen aber dann eben nicht das große Problem ist. Also Glückwunsch. Zweite Auflage hier in Wiesbaden. City Biathlon geht an Lisa Vitozzi. Und Gratulation auch an Monika Heunisch, die 27-jährige Polin. Auch sie schon mit viel Erfahrung. 6-mal bei Weltmeisterschaften gewesen. Und dann haben wir den Abstand zu Dorothea Wierer, die da jetzt erst vor dem Kurhaus die Rampe runterläuft, um die Ecke biegt. Vorbei an der Arndt Pfeiffer, die wir da in dieser Kurve immer aufgeleimt sehen. Und sie biegt ein vor diese Haupttribüne. Und da haben wir die Ziellinie. Also Glückwunsch, der Dank an die Fans. Rang 2. Monika Heunisch, und da kommt die Drittplatzierte am Ende auch diese Position ungefährdet. Und umso beachtlicher, wie sie hier an den Start gehen musste. Bei all diesen Geschichten, die ihr da gestern passiert sind. Ansonsten passt aber auch alles zusammen, hat sie vorher erzählt. Training stimmt, Level stimmt für den Moment. Hatte viele Termine nach der Saison, nach dem Sieg im Gesamtweltcup. Deshalb sagt sie, so ein bisschen fehlt noch was, aber die Zeit ist noch da. Ende November, Anfang Dezember, Saisonstart für die Biathletinnen und Biathleten. Und die Katharina Julova-Percht vor Franziska Hildebrandt und Anastasia Kusmina. Und ganz hinten, da kommt Franziska Brox. Kommen schön einzeln hier reingetröpfelt, sodass sie sich alle feiern lassen können. 5. Rang also für Franziska Hildebrandt. Auch sie braucht noch Zeit. Die Belastungen im Fuß, Verletzungen im rechten Fuß, noch nicht ganz auskuriert. Aber mittlerweile so, dass sie daran glaubt, zu 100% fit zu sein zum Saisonstart. Und dann auf Rang 7 wird sicher nicht zufrieden sein mit ihrem Schießen. Die ansonsten gute Schützin Franziska Preuß. Heute also in diesem sehr, sehr guten Feld. Letzte auf Rang 7. Das war das Hauptrennen der Frauen. Also nicht nur nominell ein gutes Starterfeld, sondern eben auch in der Leistung bestätigt. Lisa Vitozzi vor Monika Heunisch, Dorothea Wierer. Die wenigsten Nachlader, die Katharina Julova-Percht gebraucht. Insgesamt nur 4, aber da kennt man sie ja als sichere Schützin. Die Schnellschützen kommen aus Italien mit Lisa Vitozzi und Dorothea Wierer. Da muss es halt eben nur gut gehen. Und da haben wir in Zeitlupe noch einmal die absolut verdiente Siegerin des heutigen Tages, Lisa Vitozzi. Und was sagen die Füße? Können die überhaupt noch was sagen? Also die Schmerzen. So, das war das Rennen der Damen. Später dann noch die Männer hier am Start. Christine, bitte. Ja, und das Ganze mit einem überragenden Sieg von Lisa Vitozzi. Also es war schon beeindruckend, wie die das hier durchgezogen hat. Also sehr gut im Laufen, was man so sehen konnte. Und vor allen Dingen, dass sie im Schießen, gerade im Stehenschießen, hat sie den Vorsprung mit 8 Sekunden am Anfang so ausgebaut und hat
mit vollem Risiko geschossen und wenig Nachlader und das war der Erfolg. Ja, hier sehen wir das noch einmal, also sehr konzentriert, sehr risikofreudig, wie ich finde. Ja, auch die ganze Zeit, auch als dann der letzte wegging bei dem zweiten Stehenschießen, hat sie trotzdem auch den schnell nachgeladen und ist ihrer Linie treu geblieben, als ob hier gar keine Zuschauer sind, keine Spannung da ist, aber genau das ist das Wichtige, dass man sich auf sein Rennen konzentriert, das hat sie heute hervorragend umgesetzt. Ja, es gibt ja kaum Möglichkeiten auf dieser engen Strecke zu überholen und das waren schöne Bilder aus dem Kurpark, wie eng das da ist. Die Zuschauer haben die Strecke gesäumt, aber auch eine Herausforderung mit den engen Kurven. Ja, man musste schon aufpassen und man sieht ja auch schön die Fans an der Seite, rechts und links. Und das ist nicht so breit, wenn man da in der Gruppe läuft und gerade auch hier diese kleine Passage, wo man gerade ganz knapp links noch ansetzen muss und vielleicht noch in die Zäune geht, da muss man schon aufpassen. Aber wie wir gesehen haben, haben die Athleten genau das Risiko auch angepasst. Es ist ja keine Weltmeisterschaft, Olympische Spiele, so mit vollen Ellenbogen ist ja nicht gearbeitet worden, sondern schon entsprechend und das ist doch sehr diszipliniert. Wir müssen natürlich auch nochmal auf Dorothea Wierer zu sprechen kommen. Am Anfang haben wir es gehört und gezeigt, sie ist mit fremdem Material unterwegs gewesen und das hat sie wirklich toll gemeistert. Also mit fremden Schuhen, mit fremdem Gewehr, das muss man erstmal hinbekommen. Am Ende Dritte, toll. Los. Also jeder Handwerker weiß, wenn das Handwerkszeug weg ist, das Werkzeug, da ist man ein bisschen, steht man ein bisschen komisch da. Und umso größer, deshalb auch Chapeau, Respekt, dass sie da trotzdem nicht aufgegeben hat, hat einen viel zu großen Schuh genommen und gerade bei diesen Passagen, wo Wechsel sind, da hat sie trotzdem mit dem Material ist sie gelaufen und mit dem dritten Platz richtig belohnt, also Respekt und Charakter gezeigt. Das stimmt, eine Kämpfernatur. Und hier sehen wir sie noch einmal, etwas erschöpft und abgekämpft, die Siegerin des Damenrennens, Lisa Vitozzi aus Italien. Sven, jetzt sind die Männer bald dran in einer halben Stunde und alle sind natürlich gespannt auf Johannes Tinjes Bö, der hat vergangenes Jahr schon bei der Premiere hier in Wiesbaden gewonnen und vor einer Woche hat er schon gezeigt, wie stark er in Form ist bei einem ähnlichen Event in Norwegen. Also hier hat er sich auch klar durchgesetzt im Sprint. Also da sieht man auch, dass gegen Mateo Fogart immer noch die Lauffähigkeiten top sind. Und da muss man natürlich sehr beachten heute. Er ist mit Motivation hier, ist mit seinem Bruder angereist, in Familie. Beide haben ihre Partnerin mitgebracht. Und er ist auf alle Fälle motiviert, er ist der Gejagte. Und er muss mit dieser Situation auseinander sich setzen. Und das ist wichtig für den Winter. Ich glaube, bei den Männern dreht sich erneut alles wieder um Johannes Tinjes Bö, den Vorjahresgewinner, der hier eine tolle Dusche vor einem Jahr über sich hat ergießen lassen. Und in der Qualifikation lief es heute auch schon richtig prima und eindeutig. Es sieht gut aus für ihn, aber auch er muss es wieder umsetzen. Und die Tagesform oder die aktuelle Leistung muss immer wieder abgerufen werden. Und sicher ist sowieso im Biathlon gar nichts. Aber er hat schon mal heute in der Qualifikation allen gezeigt, ich beherrsche das hier schon mal ganz gut. Aber jedes Rennen wird neu gestartet. Und jetzt droht eins Regen. Es könnte nass werden und damit gefährlich. Ja, also es ist so, dass diese Platten, diese Kunststoffplatten, dann in der Kurve liegen. Und man kommt da mit Geschwindigkeit an, stellenweise auch in Asphalt. Und diese Richtungsänderung und Belagwechsel auf den Kunststoffplatten, das ist nicht ganz ohne. Da muss man gucken. Und die Athleten müssen dann noch mehr vorsichtiger sein, weil es ist ja heute ein Rennen, wo man gut Erfahrung sammeln sollte, aber wo es nicht um alles geht. Werden wir mal die Daumen drücken, dass der Wettergott noch ein bisschen uns gnädig ist. Benedikt Doll wird von ganz hinten starten. Auch Roman Rees ist dabei. Wie schätzt du deren Chancen ein? Die sind genauso noch gut. Also die ersten acht, die hier durchlaufen, also alle acht, sind dicht gedrängt. Also es ist nicht so, dass man sich aufgeben muss. Wir haben das eben auch bei den Damenrennen sehen können. Also da ist immer noch die Chance nach vorne. Möglichst gutes Risiko wählen, also nicht sich zu sehr anstecken lassen von dem schnellen Schießen, wenn es dann kommt, sondern Treffer geht vor die Zeit und im Endeffekt sind die vorne, die diesen Kompromiss am besten haben und das ist auch für Benedikt Doll der Fall. Ja, wir sehen volles Haus. Was mich ja sehr beeindruckt, ist der Springbrunnen mitten im Schießplatz. Das lenkt in keiner Weise ab. Also das kennt man nicht. Man kann so nach dem Wasserverlauf gucken, wo der Wind herkommt. Ja, wunderbar nochmal das Bild hier von unserem Regisseur Andreas Lauterbach eingefangen. Also wir sind hier voll auf der Höhe des Geschehens und freuen uns also jetzt auf das Herrenrennen gemeinsam mit unseren Reportern, mit Christoph Hamm und Herbert Fritzenwenger. Wir wünschen viel Spaß. Und das Männerfeld im Gegensatz zu den Frauen, also komplett acht Läufer hier am Start. Ganz vorne mit der Startnummer 2 zu sehen, Quentin Fillon-Maillet, der die Qualifikation am Vormittag hier gewonnen hat. Benedikt Doll, groß im Bild, hat sich schon ein wenig geärgert über diesen letzten Rang in der Qualifikation. Auch er, wie so viele andere, ja, kommt aus vollem Training heraus, ganz zufrieden mit seinem Zustand, aber so richtig weiß man natürlich nicht, wo man steht im Vergleich zur Konkurrenz. Lukas Hofer, immer gut gelaunt, vorhin noch ein wenig Dorothea Wierer unterstützt, Material zurecht gebastelt. Dann haben wir Simon Eder, der hier von Rico Groß betreut wird, der Trainer
der Österreicher ja seit dem vergangenen Jahr, Jewgeni Garanichev aus Russland. Insgesamt im Frauen- und Männerteam 8 Nationen am Start. Europaweit wird das mitgenommen, in Russland, in Norwegen, in der Slowakei wird es geschaut. Dorthin wird die Veranstaltung übertragen und auch in diesem Startfeld 4 der Top 10 aus der letzten Saison. Allen voran natürlich Johannes Tinjes Bø. Hier sehen wir seinen älteren Bruder Tarje Bø, Startnummer 3. Vierter gewesen im Quali-Rennen, starten ja hier in der Formel 1. Startreihenfolge leicht versetzt. Roman Rees gleich mal mit einem dritten Rang. Recht zuversichtlich hier angereist, sagt, es ist eine schöne Abwechslung mal zu den vielen harten Trainingseinheiten. Und er hier lässt keinen Zweifel, wer der Topmann ist, wer die Nummer 1 ist, wer hier der Gejagte ist. Quentin Fillon-Maillet, sauber geschossen in der Qualifikation. Im vergangenen Jahr Dritter im Weltcup, beste Saison für ihn bislang in seinen Biathlon-Jahren. Also absolutes Top-Niveau auch in diesem Achterfeld vor dieser stimmungsvollen Kulisse. Los geht's, ähnlich wie bei den Damen. 6 Runden, 1,8 Kilometer, gleiche Verhältnisse wie vorhin. Und wir hoffen wirklich, dass es hier nicht gleich anfängt zu regnen, dann ist vielleicht plötzlich alles anders. Auch bei den Männern also zweimal liegend, dreimal stehend, die Schießeinlagen. Und da haben wir das geschlossene Feld rausgehend. Und wie so oft ist hier schon zu erkennen an der Dynamik und am Tempo, wenn der Startschuss dann gefallen ist, dann will man es wissen. Ja, die Herren kennen dann kein Pardon. Da wollen sie gewinnen, ganz klar. Wichtig ist jetzt, dass sie die erste Runde so weit es geht, eben sich nicht gegenseitig gefährden, dass kein Sturz kommt. Dann nach dem Schießen wird sich naturgemäß etwas auseinanderziehen. Hier sieht man aber schon die unterschiedlichen Belege nochmal. Jetzt ist man auf Teer, vorhin war man auf diesen Matten und auf dieser Allee, auf dieser Empore war es sogar Beton, der für die Strecke etwas schwieriger ist, weil es da nicht so viel Widerstand gibt beim Beton wie beim Teer, der ist nicht ganz so hart. Da haben diese Vidya-Stahlspitzen, das sind spezielle Spitzen, die eben auf Teer greifen, dann hier auf dem Teer bessere Haltemöglichkeiten. Da haben wir die ersten 4, die beiden Bö-Brüder. Roman Rees ist mit dabei, gibt eine kleine Lücke zu den Verfolgern hinten dran. Quentin Fillon-Maillet, der vorne das Tempo macht. Unter strengster Beobachtung und Verfolgung von Johannes Tinjes Bø, abgebogen in den Kurpark nach der Steigung Parkstraße. Also rein hier ins schöne Grün hinter dem Kurhaus, hinter dieser tollen Kulisse. Und dann geht es gleich hier in diese spitze Haarnadelkurve. Wenn Sie das Frauenrennen schon verfolgt haben, so eine der ganz kritischen Situationen, gerade wenn Sie hier so eng so beieinander sind, da müssen Sie wirklich aufpassen und das Tempo entsprechend wählen. Und die Herren kommen da sicher noch mal mit 5 km/h schnellerem Tempo hier an. Nochmal. Es ist also durchaus nicht ungefährlich. Jetzt gilt es, sich zu konzentrieren. Man richtet sich schon auf. Gerald Hönig sehen wir hier, den DSV-Schießtrainer, der die Mannschaft hier heute betreut am Glas. Und dann den Führenden. Interessant zu sehen, wie bei ihm immer das Rad des rechten Fuß da vorne ein wenig nach oben wippt. Johannes Tinjes Bø gestern Abend bei der Vorstellung gefragt, wer morgen gewinnt. Da sagt er nach einer kurzen Pause, natürlich ich. Und schon gab es wieder so einen kleinen Hin- und Herstreit mit seinem Bruder, nicht ernst gemeint. Die beiden flachsen sich ganz gerne. Und Tarje Bø, der meinte, morgen werden die Älteren vorne sein. Also er zum Beispiel mit 31 oder eben auch Simon Eder, der 36-Jährige aus Saalfelden. Johannes Tinjes Bø hat die Tage verkündet, dass er Papa wird.
Eine Frau, Hedda, ist mit angereist hier im Januar, soll es soweit sein. Also vor den Weltmeisterschaften in Antholz. Da schaute sich kurz um, Quentin Fillon-Maillet. Aber ganz gelassen da hinten dran, Johannes Tiedjesbø. Vor dem Rennen immer der Analytiker, sehr fokussiert. Aber dann, wenn der Startschuss gefallen ist, folgt er seinem Instinkt. Johannes Tiedjesbø, so zumindest beschreibt ihn sein Bruder Tage. So, erstes Schießen, liegender Anschlag. Fünf Ziele, fünf Patronen plus drei Nachlader. So, und Johannes Tiedjesbø beginnt mit einem Fehler. Damir Bö kommt gut durch, trifft alle fünf Scheiben, dahinter hängt er sich als Erster. Jetzt auch Lukas Hofer, der ganz schlecht geschossen hat in der Qualifikation. Roman Rees mit drei Fehlern. Benedikt Doll muss auch nachladen und Quentin Fillon-Maillet hat ja richtig lange gebraucht für diese fünf Ziele. Ein Nachlader nur, aber lange verweilt am Schießstand. Kopfschütteln bei Roman Rees. Und Jewgeni Garanichev, den trifft es hier. Er kommt hier gleich runter und muss da links in diese Penaltybox. Da haben wir ihn und schauen hin ins Gesicht von Johannes Tiedjesbø. Der gleich den ersten Schuss rechts tief daneben setzt. Ansonsten relativ zügig und gut geschossen hat. Das Trefferbild recht ordentlich. Der Nachlader passt auch. Also eher ein Flüchtigkeitsfehler hier, dieser erste Fehler von Johannes Tiedjesbø. Und dann noch ein kleiner Stolperer vor dieser Kulisse hier. Fünf Runden noch, Taribö also ganz vorne vor seinem jüngeren Bruder. Johannes Tiedjesbø, dann Lukas Hofer, Simon Eder, Quentin Fillon-Maillet, Benedikt Doll auf 6, Roman Rees auf 7 und Jewgeni Garanichev auf der letzten, der 8. Position. Ja, Lukas Hofer war da schon Position 2, wenn ich es richtig erkennen konnte. Ja. Müsste ein Johannes Tiedjesbø vorbei sein. Simon Eder haben wir hier. Große Bild. Und dann sind wir wieder bei der Spitze. Tiedjesbø da vorne weg. Lukas Hofer und dann Johannes Tiedjesbø. Also es ging dem Südtiroler, dem Italiener, wesentlich besser als noch in der Qualifikation. Aus Antholz beziehungsweise aus Norwegen gekommen, aus dem Trainingslager noch mal schnell zu Hause vorbeigehuscht. Kleine Verletzung am Schienbein mitgebracht. Aber alles im Lot, alles im grünen Bereich. Auch bei Lukas Hofer, wie auch bei den beiden Norwegern. Johannes Tiedjesbø ja überragend in der letzten Saison, sein Rekord mit 16 Siegen, das hatte noch kein Athlet vor ihm geschafft. Kein Ulainer Björn Dahlen, kein Martin Foucault. Und jetzt schauen wir mal hin, wieder hier bei dieser Spitzkehre. Gut rumgekommen, alles erfahrene Jungs. Bis auf 1-2 Zentimeter fährt Lukas Hofer hier da an diese Metallfüße, die da sind dran. Also das ist Präzisionsarbeit, die er da abliefert. Aber wie gesagt, die laufen Tausende von Kilometern und haben das schon ganz gut im Gefühl, was sie sich zutrauen können in so einer Kurve und was eben nicht. Mittlerweile ja in vielen Biathlonstadien oder fast allen eben auch Rundkurse, die dort geteert sind, wenn eben im Sommer kein Schnee da ist, der genutzt wird, werden. Dann aber eben auch auf der Straße durchaus in Anstiegen. Und da haben wir Simon Eder in der Zeitlupe, der hier an dieser Stelle offensichtlich Probleme hatte. Bremst hier, indem er den Ski quer stellt und dann kann er es nicht halten. Ja, der Skiroller ist innen. Ja.
Ich glaube, dass die Bindung aufgegangen ist. Er hat so quergestellt. Ja. Und man sieht auch, die Bindung ist abgebrochen. Ja. Also er hat quergestellt und diese Querbeschleunigung sozusagen hat die Bindung nicht vertragen, ist gebrochen und da kam dann der Sturz zustande. Damit ist das Rennen vorüber. Okay, absolut. Für Simon wichtig ist, dass er sich nicht verletzt hat. Scheint nicht so zu sein. Gleich wieder aufgestanden, gleich dann einen Tick zu schnell da angelaufen und kein anderes Mittel gewusst, als diesen Laufski einfach so quer zu stellen, ja, nicht eben im Flug oder so, ja, zu bremsen. Das machen sie schon durchaus immer, ja, wieder bei so langsameren Geschwindigkeiten, aber in diesem Fall war es die falsche Wahl des Bremsens. So, Benedikt Doll, hören wir gerade aus der Regie, hat nur einen Stock unterwegs. Da ist irgendwas schiefgegangen, also turbulent, da hinten kommt er. Sehen wir auch, führt den rechten Arm zwar mit, aber nur ein Stock in der linken Hand. Jetzt ziehen sie an, die, ja, Köhlbrüder. Ja. Lukas Hofer bleibt liegen, die beiden Herren aus Norwegen ziehen davon. Muss nachladen, Patronen liegen da auf der Matte, griffbereit. Und erarbeiten sich hier bei diesem zweiten Liegenschießen einen deutlichen Vorsprung. Johannes Tinjesbø und Tarje Bø. Ganz hinten jetzt Benedikt Doll. Hofer bleibt auf drei. Jetzt aber Quentin Fillon-Maillet etwas näher dran wieder. Roman Rees. Zweiter Treffer. Ja, sehr gutes Schießen, gut durchgezogen, guter Rhythmus. Probleme bei ihm, bei Benedikt Doll. So, Gerald Hönig steht bereit. Ersatzstock für Benedikt Doll. Hier in der Abfahrt muss er sich den gleich schnappen. Muss auch nicht in der Penaltybox verharren oder stehen bleiben, da wäre es einfacher. Also jetzt im Vorbeilaufen, der schnelle Griff. Jawohl, handgerecht quasi serviert. Und in dem Fall wird es dann auch ein passender sein. Im Winter ja oft dann mal eben schnell gereicht. Ein Stock auch von anderen Trainern, anderen Nationen. Da hilft man sich gegenseitig, aber dann auch ab und an eben nicht passend, bis dann der nächste eigene Trainer oder Betreuer da steht mit dem passenden Gerät. Ja, und diese Schießeinlagen im Biathlon erfordert immer hohe Präzision. Ja, das wird schon gehen, funktioniert in 90% der Fälle nicht. Also das irgendwie wird schon gehen, das funktioniert nicht. Du musst ganz präzise abarbeiten, das Zielbild erfassen. Du musst wissen, wann wackelt sozusagen das Gewehr in die richtige Position. Es ist auch ein gewisses Reaktionsschießen im Liegen, nicht so sehr wie im Stehenschießen. Aber es ist immer absolute Präzision gefragt und Konzentration natürlich dadurch. Da haben wir die beiden Führenden und Simon Eder, der hier Richtung Schießplatz läuft. Mit verdientem Applaus. Also keine Chance, das Rennen fortzusetzen für den Österreicher. Schade drum. Und sieht alles danach aus, als hätte er sich da nicht in irgendeiner Weise wehgetan. Da wird morgen vielleicht ein blauer Fleck auftauchen oder im Laufe des Abends. Aber mehr scheint nicht gewesen zu sein. So, da sehen wir die andere Bremstechnik, das schnelle Umsetzen in dieser engen Kurve. Absolut Top-Niveau der beiden. Johannes Tinjesbø hat noch ein wenig Einsicht gewährt in sein Seelenleben des vergangenen Jahres. Unbedingt wollte ich dieses gelbe Trikot gewinnen. 7 Tage, 24 Stunden Biathlon, hat mich mental unglaublich müde gemacht, war sehr, sehr anstrengend. Aber am Ende hat sich die Mühe gelohnt und sein Bruder, der hat ihn ja jahrelang ein wenig gefrotzelt. Der hat nämlich selbst 2011 den Gesamtweltcup gewonnen, aber einen kurzen Bahnwechsel. Und hat gesagt, naja, ich habe es ja schon mal gewonnen. Das ist eigentlich ein ganz schönes Gefühl, wenn man das gelbe Trikot gewinnt. Und jetzt hat es endlich geklappt. Und jetzt geht er auch vorbei. Johannes Tinjesbø. Da haben wir noch mal das Bild. Schnell aus dem Weg. Da
beiden können sich abwechseln, wissen natürlich ganz genau, wie sie den jeweiligen, ja, Gegner ist jetzt eigentlich das falsche Wort, den Bruder einschätzen müssen und können blind zusammenarbeiten, verstehen sich natürlich perfekt auf der Strecke. Und sie mögen das auch, dieses Zusammenspiel, aber eben auch die Konkurrenz, die brüderliche. Und gemeinsam laufen sie jetzt hier auf die Stände 1 bzw. 2. Erstes Stehenschießen, vorne Johannes Dinius, der Jüngere, dahinter Tarje Bö. Und Lukas Hofer. Interessant, das Duell dahinter. Probleme bei Tarje. Und Lukas Hofer hat die Chance verpasst, hier mitgehen zu können. Mit dem Norweger, der jetzt zunächst mal alleine rausgeht. Ja, man sieht schon, es ist Belastung da. Lukas Hofer geht ein wenig in die Knie, hat die sogenannte Nähmaschine. Und jetzt geht auch noch der Letzte daneben. Das Zittern der Oberschenkel, das ein Kontrollieren des Gewehres fast nicht mehr möglich macht. Diese kurzen, scharfen Runden, dann wieder zu schießen und das Ganze, um das noch mal zu sagen, das betonen sie alle. Wir kommen aus dem Training heraus, da weißt du nicht ganz genau, wie es geht. Die Belastung ist hoch, die Müdigkeit, die Müdigkeit ist da. Und dann bist du nicht so in Form, in Sprintform schon gar nicht, so wie du das dann im Winter zeigen sollst und musst. Ja, stark, Benedikt Doll. Ja, das ist ihm doch richtig zu gönnen. Und da sieht man seine ganze Nervenstärke, was ihm bislang da schiefgegangen ist. Nicht gut geschossen, Stock verloren und jetzt alle 5 Scheiben getroffen. Starke Schießeinlage von Benedikt Doll. Ein Nachlader hingegen bei Johannes Dinius Bö, den wir hier nochmal über die Schulter schauen konnten. Ganz knapp links hoch war hier der Fehler, da fehlte nicht viel. Dann wäre er hier mit 0,5 weggegangen und der Vorsprung noch größer. Ja. Das nur die 10,9 Sekunden. Und Johannes Tinius Bö mittlerweile mit 2 Nachladern. Die wenigsten auf dem Konto gemeinsam mit Quentin Fillon-Maillet, dem Franzosen. Na, 3 Schießeinlagen. Und schon wieder in der Position, die er so liebt. Das Rennen vorneweg gestalten, vorneweg bestimmen. Und wenn Sie unseren Vorlauf vor den Frauenrennen hier gesehen haben, haben wir eingespielt das Finale, das Finish aus Sandnes, das Blinkfestivalen, dieses Sprintduell gegen Martin Fourcade. Also wie im Vorjahr, die beiden vorneweg im Sprintduell im vergangenen Jahr. Hat der Martin Fourcade keine Chance gehabt, der viel mit sich selbst zu kämpfen hatte. Johannes Dinius Bö. Hier haben wir seinen Verfolger, Tarje Bö. Und schon ist er wiederum um diese enge Kurve. Bislang also kein Regen, der hier droht in den nächsten Stunden. Vielleicht sogar Minuten. Aber sieht gut aus, dass dieses Rennen hier so über die Bühne gehen kann. Dass es auch für die Athleten nicht plötzlich gefährlicher wird, wenn die verschiedenen Beläge hier nass werden. Stimmung ist nach wie vor prächtig in Wiesbaden rund ums Kurhaus. Und nach wie vor tolle Unterstützung für die Athleten da draußen. Weit auseinandergezogen jetzt das Feld. Nach dem Schießen waren es 10,9 Sekunden der Rückstand von Tarje Bö. 31 schon von Quentin Fillon-Maillet. Lukas Hofer 36 Sekunden. Und Benedikt Doll schon 1 Minute 10 zurück. Tarje holt ein paar Sekunden auf. 4,3 Sekunden.
sind es dann. Und Quentin Fillon-Maillet, schauen wir mal, die 31 waren es zum Vergleich. Leider die Zwischenzeit ausgeblendet. Denn ab und an wollen wir doch mal herzeigen, wie die Stimmung hier immer noch wirklich gut ist. Und er ist schon wieder eingebogen, Johannes Tinnesbø, wie er selbst gesagt hat, auf dem schönsten Schießplatz der Welt, hier vor dem Kurhaus in Wiesbaden. Ja, und Tari Bö hat da mächtig Gas gegeben, ja, seinen Bruder hier unter Druck zu setzen. Ja, Führungswechsel. Starke Runde von Tari Bö, gepaart mit dieser Schießanlage, fehlerfrei. Und das ist das Generationenduell, was sie gestern Abend auf der Bühne ausgemacht haben. Jung gegen alt, Führungswechsel, Tari Bö jetzt mit 9 Sekunden vor dem jüngeren Johannes Tinnesbø. Lukas Hofer und Fillon-Maillet nebeneinander. Da hinten kommt Roman Rees. Starkes Duell. Gut geschossen jetzt. Ja, der Lukas Hofer hat die Nerven. Oh, kurzer Strauchler, das ist so einer dieser Übergänge in den Platten. Da ist so ein kleiner Wulst drin und wieder diese Bewegung. Kurz mal in die Kniebeuge gehen. Benedikt Doll taucht auf. Da kriegt er gerade so die Kurve auf die Matte. Und Roman Rees mit einer weiteren Blitzauge und Schießanlage. Macht er ganz hervorragend, Roman Rees, diese Schießeinlagen. Hier gerade im stehenden Anschlag. Das gefällt mir sehr gut. Jetzt also direkt hinter Lukas Hofer und Benedikt Doll. Ein weiterer Nachlader kommt hinzu. Eigentlich insgesamt ganz zufrieden mit dem Trainingszustand, hat er erzählt. Gar nicht viel verändert, ein bisschen an der Waffe rumgebastelt. Oh, Glück hier für Tari Bö. Aber das brauchst du, um auch mal gewinnen zu können. Und Johannes Ting steht auch ein bisschen seltsam da. Nicht so in der Spannung, nicht so aufrecht, wie man es gewohnt ist. Eine etwas eigenartige Stehendhaltung. Tari Bö also rausgegangen. Da haben wir ein großes Bild vor. Johannes Tinnesbø und dann der Franzose Fillon-Maillet. Der beste Schütze bislang im Feld mit nur 2 Nachladern. 2 Runden sind noch zu absolvieren. Hinter Lukas Hofer mit 8 Fehlern schon. Aber immer noch auf Position 4. Also immer noch vor den beiden Deutschen, vor Roman Rees und Benedikt Doll. Lukas Hofer rennt wie die Sau, aber hilft nichts, wenn du nichts triffst am Schießstand. Bisschen verloren gegangen ist Jewgeni Garanichev. Den haben wir jetzt gar nicht mehr gesehen beim Schießen. Simon Eder, das haben sie verfolgen können, musste ausscheiden. Und da schaut er über die Schulter der Tari Bö, wo der Bruder kommt. Jawohl, und Garanichev hat, vielleicht haben sie es gehört, geschossen. 5 Schuss, 5 Treffer und wird auch noch mal angefeuert vom Publikum. Also auch er wird nicht überrundet. Absolut. Sicherer Schütze, aber weit hinterm Feld her. Schauen Sie hin, 8 Nachlader insgesamt. Das widerlegt so ein wenig das mit dem sicheren Schützen. Aber im vergangenen Jahr hat er es wieder mal zeigen können im Weltcup. Der Russe, zweitbester gewesen in seiner Mannschaft nach 2 dürftigen Jahren. Aber hier jetzt eben schon 2 Minuten 46 Sekunden zurück. Lukas Hofer haben wir groß im Bild. Und hinter ihm dann irgendwo Roman Rees. Drückt ein bisschen auf die Tube. Lukas Hofer. Im Sommer mal 20 Kilometer Lauf gemacht mit 1500 Höhenmeter. Gemeinsam mit Ortea Vira. Das sind so die kleinen Spezialeinheiten, die die Kraft bringen, die Ausdauer bringen. Aber eben auch die Abwechslung vom Trainingsalltag auf Skirollern im Kraftraum und sonst wo. Oh, da balanciert er schon gefährlich hier um diese Kurve. Hat ihn weit rausgetragen. Alles gut gegangen. So, letztes Schießen. Dann
Tarjei das nochmal so hinbiegen wie gerade eben. Hier sehen wir es. Ja, ganz. Zeugt von einem ordentlichen Tempo, aber alles im Griff. Jeden Zentimeter der Spur, die er da ausnutzt. So, jetzt kommt er da hinten hoch. Und Tarjei Bö hat es in der Hand. Schießen von Tarjei Bö. Wie lautet die Antwort von Johannes? Der Schnellschütze. Im vergangenen Jahr unglaublich schnelle Schießzeiten. Aber jetzt muss er nachladen. Geht in die Verfolgung von Tarjei Bö in die letzte Runde. Während Quentin Fillon-Maillet erst mit dem Schießen beginnt, Lukas Hofer naht. Und dann kommt Roman Rees. Gibt es noch eine Chance, ein wenig Anschluss zu finden? Da muss hier alles sehr, sehr schnell gehen. Sehr, sehr zielsicher sein. Lukas Hofer wartet lange mit dem ersten Schuss. Fehler jetzt auch bei Roman Rees, also auch er muss nachladen, kostet immer so 10 Sekunden etwa. Pi mal Daumen, Benedikt Doll hat eine schnelle Runde hingelegt. Und Roman Rees kann zumindest an Lukas Hofer aufschließen, vorbeilaufen, werden wir gleich sehen. Die beiden gehen hier jedenfalls zusammen raus. Rees vor Hofer, der sich kurz noch mal umschaut, ob da noch einer kommt. Und wenn man die vorherige Runde als Maßstab nimmt, dann wird Roman Rees wahrscheinlich keine Chance haben gegen Lukas Hofer, denn die sind vorhin auch schon gemeinsam raus aus dem Schießstand, aber Rees kam 20 Sekunden später an. So, Benedikt Doll jetzt der Letzte, komm. Ja, der mächtig kämpft. Noch mal zwei Nachlader, also insgesamt 7 für ihn. Und da haben wir das Duell, Roman Rees und Lukas Hofer. Es wird dann im Anstieg, an diesem langen, etwas längeren Anstieg, ja, entschieden werden. Ja, du hast ja auch nicht, ohnehin nicht so viele Möglichkeiten hier zu überholen. Und mit diesem sauberen, schnellen, sicheren Schießen, Tarjei Bö also 22,4 Sekunden auf 1,8 Kilometer Vorsprung vor Johannes Tinjes Bö. Da hat er seinen Spruch von gestern wahrgemacht. Oder zaubert der Junge hier noch eine Runde hin und gefährdet den Bruder noch? Das wird ihm nicht gelingen. Starker Auftritt, sehr souverän. Tarjei Bö, 3 Nachlader nur gebraucht. Jetzt der beste Schütze im Feld. Läuft hier eine einsame Schlussrunde, kann sich schön feiern lassen. Sieht immer noch sehr fokussiert aus, sehr konzentriert. Aber du hast es mehrfach betont, da darfst du dir auch keinen Konzentrationsmangel hier erlauben. Bei den kleinen Unebenheiten ist da schnell mal ein Verrutscher, ein Hängenbleiben passiert. Tarjei Bö, 31 Jahre alt. Staffelgold gewonnen in Östersund. Zu Beginn des Jahres Bronze im Einzel und da nimmt er sich schon die Zeit für die Fans. Da wird mal kurz abgeklatscht und das Duell da hinten zugunsten jetzt von Lukas Hofer. Also deine Prognose wie immer messerscharf. Lukas Hofer vorbei an Roman Rees. Und Lukas Hofer gibt jetzt noch mal richtig ein. Schau, jetzt im Moment zieht er an und bringt da gleich eine große Lücke rein. Da ist er aber, pass auf. Mächtiger Strauchler, kurz an so eine dieser kleinen Füßchen von den Gittern geraten. Nicht zu viel riskieren, das lohnt nicht. Fährt da hohes Risiko rum und gibt noch mal Gas. Ja. Das wird schwierig jetzt für Roman dagegen zu halten. Da läuft er fast auf diesen Elektroscooter, der da vorne wegfährt mit den Kameraleuten. Und der verdiente Lohn für Tarjei Bö. Gratulation. Also das Duell, das erste in diesem Sommer mit dem Bruder gewonnen. Der Ältere obsiegt. Wie gestern angekündigt,
hat er recht behalten und nicht etwa Johannes Dinjesbø, der das Ganze ganz gelassen nimmt. Schaut er sich noch mal um, aber da kommt niemand heran. Rang 2 also. Norwegischer Doppelsieg. Die Brüder gemeinsam auf den Podest und ein bisschen hat es auch Kraft gekostet. Schönes Bild, Johannes Dinjesbø, der sich hier gleich mal ablegt. Ah, es ist nicht zu unterschätzen. Auch wenn es nur 6 Runden sind, auch wenn es nur 1,8 jeweils sind. Es ist aus dem Training heraus, es ist eine Belastung. Quentin Fillon-Maillet auf Rang 3. Und Lukas Hofer hat dann am Ende noch das Beste draus gemacht. Hat eine Weile gebraucht. Roman Rees, Rang 3 in der Qualifikation. 5. in diesem Lauf. Kann sich Hoffnungen machen, in diesem Jahr, in diesem Winter von Beginn an mit dabei zu sein. Im Weltcup-Team im vergangenen Jahr. Ja, nur 9 Rennen an 7 Orten mit dabei gewesen. Und jetzt gibt es hier die Erfrischung, die Aufmunterung im vergangenen Jahr, als Johannes Dinjesbø gewonnen hat. Nee, nee, das mag ich jetzt nicht so ganz gerne. Hör auf, mein Freund, mein Bruder. Vergangenen Jahr hat er sich das selbst übergegossen, aber jetzt ist er ein wenig erschöpft. Und Benedikt Doll, und wer ihn kennt, wird heute richtig unzufrieden sein mit sich und seiner Leistung. Wird aber hier sehr fair gefeiert vom Publikum. Oh weh. Da haben wir das Brüderduell. Ich sag's gerne nochmal, wie angekündigt. Der Ältere gewinnt morgen, hat er gestern gesagt, der Tarje. Und so ist es heute gekommen. Aber das mögen sie am allerliebsten, gemeinsam auf dem Podest zu stehen. Auf Rang 1 und 2 macht die ganze Sache rund. Und man sieht sehr deutlich, wie anstrengend das war. Der Skiroller ist wirklich ein perfektes Imitationsgerät für den Winter. Und die Athleten sind hier schon durchaus auch geschlaucht. Ja, die Gratulation hier. Gerald Tönig mit Roman Rees, der sich auch da kurz mal abgesetzt hatte. Nach dem Zieldurchlauf gleich eine kleine Kräftigung her. Und zeigt aber eben auch, da haben wir Jewgeni Garanichev, dass sie das eben hier nicht so leicht nehmen, das Ganze, sondern durchaus ein ernsthaftes Rennen gestaltet haben, wie wir es erlebt haben. Unterschiedliche Schießeinlagen, mal sehr flott, sehr gut, sehr sicher, mal ging vieles daneben. Jewgeni Garanichev kann das sicher wesentlich besser am Schießstand. Und auch er nimmt sich hier die Zeit. Trägt die Startnummer 7, landet am Ende auf Rang 7. Ausgeschieden Simon Eder. Und damit haben wir alle im Ziel hier. Und offensichtlich, das sind eben diese Reaktionen, wenn sie dann abklatschen mit den Fans. Hat es den Damen und auch den Herren Spaß gemacht. Und noch einmal der Zieleinlauf, die Jubelpose, der Dank von Tarje Bø. Vorbei an der Haupttribüne, die sich sehr, sehr gut gefüllt hat. Und denen hier ein richtig guter Sport geboten wurde. Mit den beiden Rennen, mit jeweils gut besetzten Feldern. Quentin Fillon-Maillet, auch der hat sich gut präsentiert, in gutem Zustand angereist. Auch er ist gut durch den Sommer gekommen. Und da haben wir die beiden noch mal einträchtig nebeneinander. Er ist heute die Nummer 1, aber Freunde, der Winter kommt. Und da werde ich bereit sein, Johannes Dinjesbø, das also das Schlusstableau, das Ergebnis des Männerfinales hier in der 2. Auflage des City Biathlons in Wiesbaden. Christian, bitte.
Ja, aber hallo, das war ja wirklich ein ganz spannendes Rennen. Ein Bruderduell mit Ansage sozusagen. Gucken wir noch mal kurz rein, bevor die zwei zu uns kommen. Machen wir so ein bisschen Workshop-Atmosphäre. Ist ja jetzt auch egal. Congratulations. Jetzt ist Sven dran, weil du kannst Norwegisch. Bitte schön. Okay, der ist erstmal vor Becken du. War der mein Press, mein Bruder und Löper, war der mein Sohn Geisch? Erst bei den Winnern. Fürs Ehrgeiz. Ja, det var egentlig jeg var tappet for Johannes nå, så på siste serien så nekta jeg å tape, så angrep var beste forsvar, tenkte jeg, og det ble fem rett ned. Så, det var show, det veldig, jeg elsker sånn showren, og det kult å mestre det. Når det går dårlig så tenker du at det ingenting å si, men når det går bra så tar du med deg på selvtilliten. Okay, also ich habe an beide die Frage gestellt, ob das mehr Druck war oder ob das viel Spaß war. Und er hat gesagt, der Tayai Bö, der gewonnen hat, hat gesagt, okay, für ihn ist es ein bisschen komisch, immer zu verlieren. Und er hat schon sich hineinversetzt und hat versucht, beim letzten Schießen nochmal richtig Druck reinzubringen. So nach dem Motto, okay, ich versuche das durchzuziehen und dann hat er es durchgezogen. Es war für ihn Spaß. Was war das da? Ja, das haben wir gesehen. Simon Eder ist gestürzt. War der Medaille auch so ein mehr Presszeller? War das so, okay, der ist du, der Bruder, der greift mal. Det ble en familiekonkurranse etter skyting 2. Og Tarjei var sterkere enn meg. Jeg hanglet meg inn hele veien. Og hadde en ledelse. Jeg prøvde å gå kontrollert. Han gikk meg inn og han skaut sjukt bra på stå. Jeg hadde ikke sjans på skyting eller i løpet. Så det var en verdig vinner. Og det var heldigvis en god nummer 2. Also er hat gemerkt, dass er Tayai besser war im Schießen, auch im Duell. Und es ging immer um das zweite Schießen und da war er vom Schießen her besser. Und da hat er gemerkt, okay, auch auf der Strecke war er in super Form und es ist schon okay, dass er Zweiter ist und er gönnt ihm. So, tausend Dank für das kleine Interview und gute Restitution. Thank you very much. Tayai und Johannes Tenjebø. Thank you. Ja, danke schön, Sven. Toll. Ja, ist gut, wenn man so gut die norwegische Sprache beherrscht, vor allem gerade im Biathlon. Jetzt schauen wir nochmal in dieses Zuspielteil rein, weil es war wirklich eine kuriose Situation, als die Nilgans hier rüber lief. Die sind hier zahlreich vertreten im Wiesbadener Kurpark. Nicht alle mögen sie, aber die haben das einfach hier gut gelöst und sind ausgewichen. Und hier dieses Überholmanöver. Klasse, was? Ja, und die beiden kennen sich. Und das ist auch das, was wichtig ist. Auch im Weltcup, wenn man sich kennt und auch der Meinung ist, okay, wir wollen nach vorne angreifen, dass man sich gar nicht so sehr darauf verlässt, okay, wir wollen mal gucken, sondern wirklich angreifen, weil dahinter kommen ja noch die anderen. Und das ist umso besser, wenn man da taktisch einer Meinung ist und wenn die beiden nicht einer Meinung sind, wer dann. Ja, und wie gefährlich das sein kann im Kurpark, haben wir bei Simon Eder gesehen. Du hast auch seinen Skiroller in der Hand. Schauen wir erst noch mal auf die Situation. Auch die Szene sah ja doch so aus, dass man erst mal ein bisschen den Atem angehalten hat. Ja, also er versucht hier zu bremsen, ähnlich wie es in der Inlinern der Fall ist und den Inline-Rollern oder beziehungsweise diesen Inline-Skates. Und hier ist es so, dass das Material einfach wieder diesen Roller nicht standgehalten hat. Und am Anfang hat man gemutmaßt, okay, ist das vielleicht ein Bindungsbruch, aber wir haben hier den Beweis, einfach der Schuh hat diese Belastung nicht ausgehalten und da ist hier das Teil rausgebrochen und dann hast du gar keine Chance mehr. Also der Simon konnte nichts anderes als wirklich noch versuchen, auf einen Roller so möglich zu fahren. Aber jetzt haben wir ja den besten Deutschen hier. Ja, super. Wunderbar. Zweiter im Schießen. Also es war keiner, also nur einer besser mit einem Nachlader weniger. Ja, herzlichen Glückwunsch, Benedikt Doll. Nee, Roman Rees. Entschuldigung, das ist, wenn man als erstes Mal beim Biathlon dabei ist, da verwechselt man mal schnell. Das ist nicht böse gemeint. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Kuriose Situation auch bei Ihnen. Zwischendurch mal nur einen Stock. Das war auch der Benny. Sehen Sie, jetzt hänge ich gerade ein bisschen durch, ein bisschen viel Namen. Okay. Aber es war ein beherztes Rennen, es lief letztlich doch ganz gut. Sind Sie zufrieden? Also grundsätzlich bin ich zufrieden. Ich habe mich halt am Anfang leider ein bisschen ins Hintertreffen gebracht mit drei Nachladern. Und davon weg lief es dann eigentlich gut. Dann eben mit 3x0 und dann nur einem Nachlader. Kann man viel Gutes auch rausziehen. Auf der Strecke ging es soweit auch gut. Wie gesagt, am Anfang leider ein bisschen selber in Schwierigkeiten gebracht und dann auch viele Meter alleine auf der Runde verbracht. Und das ist in den Flachpassagen dann doch ein bisschen schwieriger. Das kostet dann ein paar Körner mehr. Und dann konnte ich am Ende auch gegen Lucky nicht mehr viel dagegen halten. Ja, dann trotzdem nochmal herzlichen Dank für alles, dass Sie hier dabei gewesen sind. Und Entschuldigung nochmal, dass ich ein bisschen verwechselt habe. Alles Gute für die Wintersaison, danke. Für die Weltcup-Saison. Ja, danke schön.